SR kocht in Baden-Württembergs erstem Bio-Restaurant in Ehestetten bei Hayingen. Immer wieder ist er bei uns zu Gast und stellt uns tolle Rezepte vor. Heute gibt es etwas ganz Gesundes, und zwar Feldsalat, eine Vitaminbombe jetzt im Winter. Einen exotischen Feldsalat gibt's. Ja, und zwar, wir machen Feldsalat mit Ingwerdressing und Ziegenkäse gefüllt mit Datteln und Rosmarin-Croutons. Dazu brauchen wir Feldsalat. Wir brauchen für unsere Rosmarin-Croutons brauchen wir Toastbrot, Rosmarin, bei diesem ein bisschen Butter. Dann brauchen wir Ziegenkäse, Datteln. Fürs Dressing brauchen wir Öl, Gerstentrank oder Weizentrank. Die kriegen wir im Reformhaus oder im Bioladen. Dann Essig, Ingwer, Hefeflocken, Kräutersalz und Zitronenpfeffer. Wollen wir loslegen? Okay, leg du mal los mit den Croutons. Ah, das ist gut, wie du dir das vorgestellt hast. Wollen wir loslegen? Ja, leg du mal los. Ich mach dann den Rosmarin. Den tun wir ein bisschen fein hacken. Gut. Genau, Croutons, da macht man immer so diese, genau, und hier die Ränder weg, Würfel, ne? Schneiden. Nee, die Ränder kannst du mitnehmen. Ah, die Ränder kann ich mitnehmen. Genau. Okay, gut. Ich schmeiß nichts weg. Also gut. Ich mach hier schon mal den Rosmarin. Der Bio-Koch. Genau. Da wird nichts weggeschmissen. So, dann nehme ich was von deiner Butter, mache die gleich in die Pfanne. Wichtig ist, dass wir den Butter und den Rosmarin gleichzeitig warm machen, dass richtig das Ätherische vom Rosmarin austritt. So. Ich komme hier mal auf. So. So. Wir sind 6 Mann im Studio. Genau, müssen wir ein bisschen mehr kochen. Und 2 Croutons. 2 Scheiben Toastbrot für Croutons. Reicht das? Dafür habe ich mir Feldsalat dabei. Also gut, das gesunde Meer, ja? Genau. Und jetzt tritt der Geschmack richtig aus, weil die Butter ist noch kalt. Und nimmst den Rosmarin-Geschmack gleich auf, weil Butter ist ein hoher Geschmacksträger. Ich mache dann weiter mit dem Ziegenkäse. Und zwar nehme ich den Ziegenkäse her mit Knoblauch und Salz. Ich nehme einen Tartar her. Das heißt, wir tun jetzt... Aus Ziegenkäse? Genau. Wow. Wir tun ihn jetzt hier fein schneiden. Und tun dann richtig zermörsen. Das heißt, durch das Salz wird der Knoblauch richtig fein. Wie ein Mörser. So. Ich mache unsere Schüssel rein. So. Gehen den Ziegenkäse dazu. So. Und zerdrücken ihn mit der Gabel. So. Ja, das sieht man jetzt vom Knoblauch gar nichts mehr. Das ist ja wunderbar. Nee. Ist auch gut so, gell? Paste, ne? Richtig. Ja, ich mag das nicht, wenn man Knoblauch so als Stückchen im Mund hat. Ist unangenehm. Richtig, weil er zieht das ganze Menü durch. Wenn das Salat kommt und dann gleich den Knoblauch auf der Zunge hat, ist nicht so fein. So, ich mach mal hier ein bisschen mehr Power. Genau, ein bisschen mehr Gas. Ich tue gleich mal Pfeffer dran. Dann kannst du anfangen, wenn du die Datteln gleich halbieren und das Kerngehäuse raus. Gut. Bitteschön. So wie du es einmal hier vorgemacht hast. Genau, so, einfach nur halbieren und das Kerngehäuse raus. Ja. Hast du schon mal 2 halbe? Perfekt. Datteln sind ja auch in der deutschen Küche eher ungewöhnlich, ne? Ja, schon. Also die kommen ja meist aus Indien, aus dem asiatischen Bereich. Aber mit dem Ziegenkäse haben wir das sehr gut, weil wir haben jetzt nur Ziegenkäse, Salz, Pfeffer und Knoblauch und die Datteln. Und die Datteln sind sehr süß und der ist ja sehr knoblauchlastig und Salz. Ja. Und dann füllen wir die. Und zwar spritzen wir das mit. Die werden jetzt gefüllt, genau, die Datteln. Richtig. Wow. So, viel Arbeit jetzt, ne? Sisyphusarbeit. Bisschen. So, probier ich habe noch ein paar hier. Probier die mal. Hast du? Bitteschön. Sie ist richtig, also richtig salzig und halt kräftig mit dem Knoblauch und dann die süßen Datteln, gell? Das ist gut. Das ist gut. Und just meldet sich die Butter in der Pfanne. Genau. Das ist wirklich deshalb gut, weil süß und dann der Käse mit dem Knoblauch. Das ist dann, sag mal, richtig so süß und sauer Kombination. Geht auch ganz gut mit Schafskäse zum Beispiel. Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt riech mal da dran. Ich riech schon ein bisschen her, das ist wunderbar. Der Rosmarin ist natürlich jetzt intensiver geworden. So, ich hab das alles im Blick. Perfekt. So, Datteln habe ich schon für dich entkernt. Und ich fülle die mal. So. So. Das ist jetzt viel Arbeit. Da würde ich doch sagen, da wenden.
Und dann landet er bei uns in der Küche und wird wunderbar verarbeitet von Simon Tress. Wir sind schon fertig mit den Datteln. Die hast du gefüllt mit Ziegenkäse. Und jetzt tun wir Ingwer schälen. Beim Ingwer schälen machen viele den Fehler, dass sie einen Schäler hernehmen. Aber günstiger kommt es wirklich, wenn man mit dem Messer abreibt. Guck, einfach nur so abreiben. Ja, da verliert man auch nicht so viel. Weniger Schaden, genau, weil Ingwer ist auch teuer. Das stimmt. Ich reibe ihn jetzt gerade mal kurz ab und dann tun wir es alles ins Dressing. Du kannst vielleicht alle Zutaten bitte gerade in den Mixer geben. Mhm. Ich gebe das rüber. Weil das Schöne in dem Dressing ist, wir können alles zusammenhauen. Also, das war Öl. Genau. Dann haben wir den Gerstentrank. Den Gerstentrank habe ich noch nie in der Küche benutzt. Da bin ich sehr gespannt. Das wird unser Dressing und hier ist Essig, ist ja? Essig, genau. Weißweinessig. Mhm. So. Und was dann gibt es gerade den Zitronenpfeffer. Riecht auch schon zitronig. Hier. Ja, die Seite, genau. Pfeffer. Das Honig auch rein. Honig rein. So. Und da ich ja Multitasking bin, rühre ich hier nochmal schnell die Croutons, weil sonst muss der Herr Schild helfen von der deutschen Rentenversicherung. So. Dann haben wir Hefeflocken. Gut. Hefeflocken noch rein. Was habe ich hier? Was habe ich da vergessen? Kräutersalz. Kräutersalz auch rein? Genau, Knoblauch nicht, den haben wir schon. Knoblauch nicht. Und ich gebe das Ingwer rein. Kräutersalz auch alles, was du hier alles, hast, ja? Alles, was ich habe. Genau das Rezept. Okay. Ist so das genau. So, jetzt zieh ich mal die Croutons von hier runter. Croutons sind fertig, ne? Genau. So, und jetzt mixen wir. So, und fertig ist unser Dressing. Das ist toll an diesen Geräten, ne? Perfekt. Fatz, Dressing fertig. Probier mal, ich mach so lange mal den Chicorin Radicchio, was wir als Deko nehmen. Gut. So, unser schöner Ackersalat. Hab ich ein bisschen Chicorin. Toll. Sehr lecker. So. Sehr lecker. Du bist schon bei der Deko? Ich bin bei der Deko, genau. Mhm. Dressing haben wir, die Croutons haben wir, die Datteln haben wir gefüllt. Jetzt macht Simon Tress noch die Feinarbeit. Genau. Der Salat kommt mit ins Spiel. Kann ich dich hier alleine lassen? Du kannst mich jetzt alleine lassen. Warum? Ich werde es schaffen. Ich werde es dir erklären. Wir haben bereits Zuschauer in der Leitung, die mich mit. Ist auch sehr gesund. Müssen Sie da auch achten bei Ihren Schützlingen drauf? Weil die essen ja auch viel Eis und Schokolade, oder? Ja, das, bei den Jungs geht's noch. Also die sind jetzt sehr diszipliniert. Aha. Und, aber sie, das Gewicht wird bei uns auch schon, so, schon ein bisschen kontrolliert. Mhm. Ja, weil das müssen sie später auch im Gerät mit sich herumtragen. Ne? Okay, gut. Wollen wir einmal mal probieren? Mögt ihr denn gesundes Essen? Ja? Okay, ja, die sind auch ganz artig, oder? Oh, sie haben vorhin auch schon Salat gegessen. Ach, sehr gut. Also gut, dann wollen wir das mal probieren. Guten Appetit. Guten Appetit, genau. Vor allen Dingen vegetarisch, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Ich bleib dabei, es ist toll. Und ich sage Ihnen was, liebe Zuschauer, das Rezept können Sie sofort haben, und zwar bei uns auf der Homepage www.kaffeeodertee.de. Wir blenden Ihnen auch gleich die Adresse ein. Da finden Sie auch Teile unserer Sendung. Können sich alles nochmal anschauen, was Ihnen Spaß gemacht hat heute. Gucken Sie mal vorbei, laden Sie sich das Rezept runter und haben Sie nochmal viel Spaß damit, weil es ist sehr, sehr köstlich. Was sagt ihr? Einmal hier so. Gut? Ja. Ja, sagt der Dennis. Bis morgen. 4:05 sind wir wieder für Sie da. Tschüss. Super lecker. Muss man sagen, ne? Sehr lecker. Super. Gerade die Datteln, muss ich sagen. Gut. Gell? Und ich mag Datteln zum Beispiel gar nicht. Das passt super. Bevor es dann scharf geht, dann auch noch.